Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Der Zukunft. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman aus dem Jahre 1886 von Jean-Marie Villiers de l'Isle-Adam. Herr Edison, Menlo Park. Der regelmäßig angelegte Garten glich einer schönen Frau, die wonnig hingestreckt und mit geschlossenen Wimpern unter freiem Himmel schlummernd liegt. Fletcher. 25 Meilen von New York entfernt, inmitten eines Netzes elektrischer Leitungen, erhebt sich ein von weiten, einsamen Gärten umgebenes Haus. Hier in Menlo Park wohnt und arbeitet Thomas Alva Edison, der Mann, der das Echo gefangen nahm. An einem Herbstabend nun geschah es, dass dieser Erfinder so zahlreicher Wunderdinge sich in das Innerste seines Privatlaboratoriums zurückgezogen hatte. Das Telegramm. Achtung, es ist, ich sehe nicht recht. Herein, Lübner, das Gespenst. Edison näherte sich dem Phonographen, dessen Sprachrohr mit einem Telefon verbunden war, und löste das Schraubengewinde der Schalttafel. Was ist denn? Was gibt es? Wer da? Eine laute Stimme erscholl in der Mitte des Zimmers, obwohl niemand zu sehen war. Ich bin es, Herr Edison, Martin. Ich spreche von New York aus Ihrem Büro am Broadway und übermittle Ihnen eine Depesche, die hier für Sie eingelaufen ist. New York, Broadway, nach Menlo Park No. 1, 1.8.83, für Thomas Alva Edison, Ingenieur. Heute angekommen, werde Sie abends besuchen. Herzliche Glückwünsche. Lord Hewitt. Lord Hewitt. Was? Er? Und wieder in Amerika? Ja, er soll kommen, der edle, liebe Freund. Nein, ich habe ihn nicht vergessen, den prächtigen Jüngling. Edison fuhr zurück. Hinter der Glastüre zum Park hatte er den unbeweglichen Schatten eines Menschen erblickt, den ihm ein Strahl des Mondes verriet. Wer da? Und indem er mit der Hand in die Tasche seines weiten, violetten Seidenrockes fuhr, griff er leise nach seiner Pistole. Ich, Lord Hewald. Ach, mein lieber Lord! Entschuldigen Sie vielmals. Edison tastete im Dunkeln nach einem elektrischen Drücker. In bläulichen Schirmen flammten jetzt plötzlich am Plafond drei Lampen auf, die einen Herd strahlender Elektrizität bildeten und wie ein Nordlicht das Laboratorium erhellten. Ich habe einen Extrazug genommen, der mich mit Volldampf hierher brachte, damit ich heute Abend in New York zurück sein kann. Edison gegenüber stand ein junger Mann von 27 oder 28 Jahren. Groß und von außerordentlicher Schönheit. Die Eleganz seiner Kleidung war so vollkommen, dass man unmöglich hätte sagen können, worin sie bestand. Dem ersten Eindrucke nach konnte man ihn für einen herzlosen Don Juan halten. Doch nach kurzer Prüfung sah man im Blicke seiner Augen jene ernste und verschlossene Melancholie, deren Schatten stets eine innere Verzweiflung verrät. Milord, sollte die Schnelligkeit ihrer Fahrt nach Menlo Park sie angegriffen haben? Ich kann Ihnen hier ein stärkendes Gläschen... Durchaus nicht. Warum? Entschuldigen Sie. Es war nur ein momentaner Eindruck. Ich verstehe. Es ist nichts Körperliches, versichere ich Ihnen. Mein lieber Lord, dann müssen Sie mir aber auch etwas mehr darüber sagen. Also, hören Sie die Geschichte. Alicia. In ihrer Schönheit wandelt sie...
ähnlich der Nacht in Ländern wolkenloser, sternbesäter Firmamente. Byron, Hebräische Lieder. Bei Gelegenheit eines Krönungsjubiläums der Kaiserin von Indien, unserer Königin, wurde ich durch eine offizielle Verordnung mit den anderen englischen Pairs nach der Hauptstadt berufen und musste eines Morgens mein Schloss Athelwold in Staffordshire und meine Jagden verlassen, um mich nach London zu begeben. Unterwegs brachte mich ein reiner Zufall mit einer Dame zusammen, die sich wie ich zu den Festlichkeiten nach London begab. In wenigen Stunden schon hatte mich eine heftige Leidenschaft zu dieser Reisenden erfasst, die ich zum ersten Male sah. Alicia ist ungefähr 20 Jahre alt und schlank wie eine Silberpappe. Ihre Bewegungen sind von einer leisen und berückenden Harmonie. Ihr Körper aber ist von einer Schönheit der Linien, die selbst die größten Bildhauer in Erstaunen setzen würde. Nach einigen Tagen erfuhr ich von meiner Freundin, dass sie von einer ziemlich guten, kürzlich sogar geadelten schottischen Familie stamme. Von ihrem Verlobten verführt, dann eines Vermögens wegen im Stiche gelassen, hatte sie eben ihr elterliches Haus für immer verlassen. Sie wollte die unabhängige und nomadenhafte Existenz einer Virtuosin führen, um sie später wieder aufzugeben. Ihre Stimme, ihr Äußeres, ihr dramatisches Talent geben ihr die begründete Hoffnung, sich ein für ihre einfachen Bedürfnisse hinreichendes Auskommen zu verschaffen. Was mich beträfe, sagte sie, so erachtete sie diese Begegnung als ein Glück vom ersten Augenblick an. Da sie keine Heiratsansprüche mehr machen konnte, sich aber sympathisch zu mir hingezogen fühlte, so nahm sie ohne weiteres meine Liebeswerbung an und hoffte, meine Neigung schon bald erwidern zu können. Alles in allem liegt eine gewisse Würde des Herzens in ihren Geständnissen, scheint mir, oder? Nicht? Nun hat sich noch Folgendes zugetragen. Von dem Vertrauen durchdrungen, das ich in sie setzen wollte, machte ich sie bald zu der meinigen. Wie vieler Beweise bedurfte es dann noch, um mich zu überzeugen, dass die Komödiantin nicht Komödie spiele. Alicias Gegenwart ist mir heute unentbehrlich. Und Gott ist mein Zeuge, dass es mir unmöglich wäre, sie zu besitzen. Konfrontierung. Unter seinem bleiernen Mantel brachte der Verdammte nur dies eine Wort hervor. Ich kann nicht mehr. Dantes Inferno. Ah! Wer entrisse diese Seele diesem Körper? Ist es doch, als läge hier ein Missgriff des Schöpfers vor. Die Freuden, welche diese dumpf dahinlebende mir spendete, waren bitterer als der Tod. Ihr Kuss weckt in mir nur die Lust am Selbstmord. Und schon sehe ich keine andere Rettung mehr. Ermahnungen. Wo wäre hier ein Ausweg möglich? Montaigne. Ja, glauben Sie denn, dass ich Sie ruhig ziehen lasse, damit Sie jetzt hingehen und sich eine Kugel vor den Kopf schießen? Ich, der ich Ihnen mein eigenes Leben schulde? Mein lieber Lord, Sie gehören zu jenen Kranken, die man nur mittels Gift kuriert. Sie zwingen mich, Ihnen mit einem radikalen, ja schrecklichen Mittel beizukommen. Es besteht darin, dass Ihre Wünsche erfüllt sein sollen. Edison warf einen Blick auf die elektrische Uhr, die über der Tür angebracht war. Um diese Stunde wird Ihnen hier, in 21 Tagen, Fräulein Alicia Clary nicht nur umgewandelt erscheinen, nicht nur als die ideale Lebensgefährtin, sondern gewissermaßen von einem Schein von Unsterblichkeit umwoben. Mit einem Worte, diese verwirrende und alberne Person wird keine Frau mehr, sondern ein Engel sein, nicht nur eine Geliebte, sondern eine Liebende. Nicht Wirklichkeit, sondern Ideal. Sie sagten, dass Miss Alicia Clary sich augenblicklich im Theater in New York aufhält? Ja. Die Nummer der Loge? Nummer 7. Edison näherte sich dem Fotografen, schob den Griff auf die Seite, warf einen Blick auf die Punktierungen, setzte die Walze in Bewegung, schob dann den Griff wieder zurück. Und indem er die Verbindung mit dem Telefon wiederherstellte,
klingelte er. Sind Sie da, Martin? Was ist? Wer ist da? Martin, lassen Sie augenblicklich die Depesche befördern, die ich an Sie gehen lasse. Gewiss, Herr Edison. Der Telegraph funktionierte bereits. Edison chiffrierte. Verstanden? Ich will es sogleich selbst besorgen. Lassen Sie mich bald die Antwort wissen. Es funktioniert alles vortrefflich. Mylord, wir beide verlassen jetzt die zwar unerklärten, aber dennoch nur zu wohl bekannten Gebiete der sogenannten Wirklichkeit und betreten eine Welt ebenso ungewohnter als überraschender Phänomene. Haben Sie eine Fotografie von Miss Clary bei sich? Ach, richtig, ja. Das habe ich vergessen. Hier ist sie. Urteilen Sie selbst, ob meine Worte übertrieben waren. Wundervoll. Ganz die berühmte Venus des Louvre. In der Tat. Es ist überraschend. Unerhört. Zugleich drehte Edison am Schalter einer elektrischen Batterie. Zwischen zwei Platinstiften entstand ein Funke, flackerte einen Augenblick, als suche er zu entrinnen. Ein seltsamer Summton erfüllte den stillen Raum. Ein blauer Draht, wie für den Ritt ins All gesattelt, näherte sich dem Funken. Sein anderes Ende führte in die Erde. Kaum hatte der ungeduldige Kurier das Metall gespürt, als er schon übersprang und verschwand. Sofort entstand zu Füßen der beiden Männer ein dumpfer Lärm. Er rollte, wie aus den Tiefen der Erde, aus einem Abgrund zu ihnen empor. Er schien von einem schweren, angeketteten Gegenstand herzurühren, und es war, als ob Genien der ewigen Finsternis ein Grab entrissen und zur Erdoberfläche emportrügen. Edison, die Fotografie Alishas noch immer in der Hand und die Augen starr auf eine ihm gegenüberliegende Stelle der Mauer gerichtet, schien besorgt und von großer Spannung ergriffen. Als der Lärm aufhörte, legte Edison die Hand auf einen Gegenstand, den Lord Uwald nicht genau unterscheiden konnte. Erscheinung. Wer verbirgt sich hinter diesem Schleier? Das Bild zu Sais. Beim Klange dieses Namens drehte sich auf geheimen Angeln ein Teil der Mauer am südlichen Ende des Laboratoriums und enthüllte einen von Steinen umschlossenen engen Verschlag. Alles Licht konzentrierte sich plötzlich auf diese geheimnisvolle Stelle. Unter einem Baldachin erschien in aufrechter Haltung ein Wesen, dessen Anblick den Eindruck von etwas Unbestimmbarem hervorrief. Das Gesicht, düster und schattenhaft, trug um die Stirn eine von Perlenschnüren festgehaltene schwarze Schleierwindung, welche das Haupt vollständig verhüllte. Eine weibliche Rüstung aus bleichen Silberblättern umschloss und markierte in zahllosen Schattierungen jungfräuliche und schlanke Formen. Eine schwarze Batistschärpe, um die Hüften geschlungen und nach vorn wie ein Indianerschurz gerafft, war von schwarzen, mit Diamanten besetzten Fransen umsäumt. In den Falten dieser Schärpe blitzte eine dolchähnliche, längliche Waffe. Die rechte Hand hielt sie am Griff umfasst, während die herabhängende linke eine goldene Immortelle hielt. An allen Fingern dieser Hände funkelten Ringe von verschiedenen Steinen, die an den feinen Handschuhen angebracht schienen. Nun, mein lieber Edison, hier bin ich. Wenn Sie wollen, Miss Adalie, so ist die Stunde zu leben gekommen. Dieser junge Mann will das Unternehmen wagen. Edison warf Alishas Bildnis in eine offene Kassette. So sei es denn. Mit einer raschen Bewegung regulierte Edison sodann den Beleuchtungsapparat und ein grelles Magnesiumlicht flammte am anderen Ende des Laboratoriums empor. Zugleich ergoss sich ein greller Strahl auf ein Objektivglas, das vor die Fotografie Miss Alishas gestellt war. Und nun trat, auf einem Hintergrund von weißer Seide, die lebensgroße, leuchtende Gestalt, das leibhaftige Bild der Venus Victrix, in breiter Umrahmung hervor. Träumt? Dies ist die Form, Adalie, in welcher du dich verkörpern sollst. So schön. Und muss es denn sein? Es sei denn. Das Magnesiumlicht erlosch. Die Erscheinung innerhalb des Rahmens verschwand. Edison streckte die Hand nach Adalies Stirne aus. Diese erbebte.
Dann reichte sie stumm die symbolische goldene Blume Lord Yuvold, der sie nicht ohne heimliches Grauen entgegennahm. Hierauf wandte sie sich von ihm ab und kehrte, immer in demselben somnambulenartigen Gang, nach dem geheimnisvollen Versteck zurück, aus dem sie hervorgetreten war. Wer ist dies seltsame Wesen? Lord Yuvold steckte die Blume Adalys in sein Knopfloch. Es ist kein lebendes Geschöpf. Präliminarien eines Wunders. Ohne Phosphor kein Gedanke. Moleschott. Ich gebe Ihnen die Versicherung, dass diese sprechende, wandelnde und gehorsame Gestalt im eigentlichen Sinne wesenlos ist. Gegenwärtig ist Adalie weiter nichts als ein noch ungewordenes Geschöpf, dessen ganzes Wesen in Möglichkeiten beruht. Hier ist etwas, das Sie über den Sinn meiner Worte am besten aufklären wird. Und den jungen Mann zu dem Ebenholztische führend, deutete er auf jene Stelle, die vorher ein Mondstrahl so geisterhaft beleuchtet hatte. Wollen Sie mir sagen, was für einen Eindruck dieser Anblick auf Sie ausübt? Edison zeigte auf den bleichen, blutigen Frauenarm, der auf dem bläulichen Seitenkissen ruhte. Lord Yuvold starrte mit immer wachsendem Staunen auf das unerwartete, grausige Bild, das jetzt im hellen Schein der Lampen vor ihm lag. Betrachten Sie es genau. Die Hand ist ja noch warm. Bemerken Sie nicht auch an dem Arm etwas Außerordentliches? Ohne die Wunde hätte ich den Arm für lebendig gehalten. Das Gewicht, die Modellierung, selbst die Farbe. Ist das nicht wirkliches Fleisch, was ich hier fasse? Es fühlt sich auch genauso an. Es ist besser als wirklich. Denn wirkliches Fleisch welkt und altert. Dieses aber ist aus so köstlichen, auserlesenen chemischen Substanzen hergestellt, dass es die Natur beschämen dürfte. Diese Kopie wird das Original überleben und stets jung und lebendig scheinen. Es ist künstliches Fleisch, das niemals altern wird. Hier haben Sie den Arm einer Androide vor sich, der erstmals durch jene überraschende Lebenskraft, welche wir Elektrizität nennen, bewegt wird. Und wie Sie sehen, ist ihm dadurch der Schmelz, die Weichheit, der ganze täuschende Schein wirklichen Lebens verliehen. Androide? Eine Nachbildung des Menschen, wenn Sie wollen. Unglaublich. Sie sagten, dass Ihre Lebensfreude, Ihr innerstes Gemüt im Banne eines Wesens stehen, dessen Schönheit für Sie so verhängnisvoll ist, dass dieser Reiz einer Lebendigen Sie dem Tode in die Arme treibt. Gut denn, da diese Frau Ihnen so teuer ist, so will ich Sie Ihrer eigenen Wesenheit berauben. Ich werde die Albernheit in ihr ertöten, zum Mörder ihres animalischen Bewusstseins mich erheben. Ich werde zuerst diese ganze ihnen so verhängnisvolle Erscheinung reinkarnieren. Und ihre Ähnlichkeit, ihr menschlicher Reiz, wird alle ihre Hoffnungen und Träume überbieten. Anstelle der Seele aber, die sie in der Lebenden abstößt, werde ich ihr eine Art von Seele einhauchen, die weniger bewusst vielleicht, ich sage vielleicht, aber tausendmal schöner und edler, ja sogar jener erhabensten Eindrücke fähig sein wird, ohne welche unser ganzes Dasein ja wertlos und so verlogen ist. Und Edison erhob die Hand wie zum Schwur. Glauben Sie im Ernste, dass ich mich in Miss Adalie verlieben werde? Warum denn nicht? Wird sie nicht jene Gestalt annehmen, welche für Sie einzig den Begriff Liebe repräsentiert? Und Materie hin, Materie her, da der Leib nie derselbe bleibt und also auch nur in der Einbildungskraft als etwas Wirkliches existiert. Sollte da eine wissenschaftlich hergestellte Materie nicht die realere sein? Wieder entstand ein Augenblick tiefen Schweigens zwischen den beiden Männern. Ich frage Sie, Milord, willigen Sie in diese Inkarnation ein? Ich willige ein, mein lieber Edison. Und diesmal gilt's. Edison verneigte sich ernst. Es sei. Somit habe ich Ihr Versprechen, dass Sie mir die Ehre erweisen werden, noch 21 Tage zu leben. Ich habe Ihr Wort. Ja. Aber nicht einen mehr. Ich selbst werde Ihnen an dem bestimmten Tage um 9 Uhr abends die Pistole reichen, falls ich sie nicht im Leben zurückgewonnen habe. Zweideutige Scherze. Rate, oder du bist des Todes.
die Sphinx. So lassen Sie uns denn gehen, wann es Ihnen beliebt. Dann auf der Stelle. Hinab! Denn um zu dem Ideal zu gelangen, muss, scheint es erst das Land der Maulwürfe durchzogen werden. Nach Ihnen, mein lieber Lord. Das unterirdische Paradies. Facilis descensus Averni. Versinke denn. Ich könnte auch sagen, steige. Es ist einerlei. Mephistopheles, Goethe, Faust, zweiter Teil. Halten Sie sich an diesem Geländer fest! Edison zog nun heftig an dem Griff einer gewundenen Eisenraupe, die unter den Falten der Seide steckte. Langsam senkte sich die weiße Marmorplatte unter ihren Füßen. Sie glitt hinab, ein längliches Viereck, von vier Eisenaufzügen gehalten. Dies also war der künstliche Grabstein, der Adalie in die Höhe gezogen hatte. Edison und Lord Jowold fuhren dahin. Die lichte Öffnung über ihren Häuptern wurde schmäler. Lord Jowold fühlte, dass er in einen Abgrund versank. Dennoch brach er das Schweigen nicht, das neben ihm Edison bewahrte. Ihre Fahrt hatte sich nun so beschleunigt, dass der Boden, der sie stützte, die Finsternis mit einem gleichmäßigen Getöse durchsauste und ihren Füßen sich zu entziehen schien. Langsam verzögerte sich die Schnelligkeit. Dann erfolgte ein leichter Stoß. Geräuschlos, als hätte er sein Sesam öffne dich aus geheimnisvollen Angeln gehoben, erschloss sich jetzt vor den zwei Reisenden ein leuchtendes Tor. Ein Duft von Rosen und Ambra umwehte sie. Der junge Mann befand sich vor einem weiten Gewölbe, jenen ähnlich, die Kalifen unter den Palästen Bagdads ausschmückten. Treten Sie ein, mein lieber Lord. Sie sind hier schon vorgestellt. Zauberstücke. Die Luft ist so linde, dass sie am Sterben hindert. Gustave Flaubert. Salambeau. Der Halbkreis, der den Hintergrund des Saales bildete und dem Eingang gegenüber lag, war mit prunkvollen Beeten ausgefüllt, die ihm den Anblick eines Gartens verliehen. Hier wiegten sich, wie von imaginären Lüften gefächelt, Tausende von Lianen und Rosen des Orients, exotische Blumen, deren Zweige mit duftendem Tau besprengt waren und leuchtende Staubfäden in flüssige Stoffe getauchte Blätter trugen. Lord Jowold betrachtete die Androide. Unter ihrem ruhigen Atem hob und senkte sich ihr bleichschimmernder Busen. Das Klavier präludierte plötzlich in reichen Harmonien. Die Tasten schienen von unsichtbaren Fingern in Bewegung gesetzt, hörten dann aber genauso plötzlich wieder auf. Elektrizität. Hail, Holy Light. Heaven Daughter. Firstborn. Milton. Das verlorene Paradies. Edison löste Adalie den schwarzen Schleier vom Gürtel. Die Androide besteht aus vier Teilen. Erstens dem inneren Lebenssystem. Es umfasst das Gleichgewicht, den Gang, die Stimme, die Geste, die Sinne, die zukünftigen Verschiedenheiten des Gesichtsausdrucks, den Regulator der inneren Regungen oder besser gesagt die Seele. Zweitens dem plastischen Vermittlungsfaktor, dem metallenen, von der Haut isolierten, panzerartigen und biegsamen Gehäuse, nämlich in welches das innere System eingefügt ist. Drittens der Inkarnation oder besser gesagt dem scheinbaren Fleisch, die über jenes Gehäuse gezogen, vom belebenden Fluidum durchdrungen und selbst wieder belebend alle Linien und Züge der Körperkopie umfasst und die eigentümliche und persönliche Ausströmung, die Ausbildung des Knochenbaus, das Geäder, die Muskulatur, die Sexualität, kurz die ganze Physis des Originals aufweist. Viertens der Haut, die den Teint, die Porosität, die Hautlinien bis in die kleinsten unsichtbaren Fältchen umfasst, sowie das Lächeln, die genaue Bewegung der Lippen, das Haar, das System des Auges mit der Individualität des Blickes, der Zähne und Nägel. Es ist alles recht schön, aber immer dieselben Worte vernehmen zu müssen, die immer von demselben Ausdruck und wäre er noch so wundervoll begleitet sind. Ich glaube, dass ich diese Komödie sehr bald monoton finden werde. Ich aber behaupte, dass zwischen zwei Wesen, die sich lieben, jede neue Seite, die einer am anderen wahrnimmt, ihre Leidenschaft nur beeinträchtigen, ihren Traum nur verscheuchen kann. Daher werden die Liebenden einander so bald überdrüssig, wenn sie endlich ihre Naturen, ohne die künstlichen Schleier, mit denen sie sich schmückten, um einander zu gefallen, gegenseitig erkennen oder zu erkennen glauben. Sehr wahr.
Nun also, die Androide aber ist nichts anderes als die im Bann gehaltenen ersten Stunden der Liebe. Und dennoch, mein Herr Zauberer, niemals ein einfaches, natürliches Wort improvisieren zu können. Wie bald müsste da selbst der resoluteste gute Wille erstarren? Improvisieren? Ja, glauben Sie denn, dass man irgendetwas improvisiert, dass man nicht immer etwas rezitiert? Sind nicht selbst Ihre Gebete von Kindheit an für jeden Tag nach jenen Andachtsbüchern bestimmt, die Sie als Kind schon auswendig lernten? Wurden sie nicht ein für alle Male von Berufenen verfasst? Und hat uns nicht Gott selbst die Formel gelehrt, indem er sagte, wenn ihr betet, so sei es also und so weiter? Sind nicht seit bald 2000 Jahren alle anderen Gebete nur ein matter Abklatsch derjenigen, die er uns vermachte? Gleichen nicht auch im Leben alle Salongespräche konventionellen Briefschlüssen? Jedes Wort ist und kann in Wahrheit nur eine Wiederholung sein. Und es bedarf keiner Adalie, um sich stets im Zwiegespräch mit einem Schatten zu befinden. Das ewig Weibliche. Kain. Seid ihr glücklich? Satan. Wir sind mächtig. Lord Byron. Kain. An den Schläfen Lord Yuvals perlten Schweißtropfen wie Tränen. Er betrachtete Edisons eisigen Ausdruck und fühlte aus diesem schneidenden und harten Wortgeplänkel, dass hinter dem einen und unbegrenzten Hintergedanken, der seiner Darlegung zugrunde lag, zwei andere Motive sich noch verborgen hielten. Das eine war die Liebe zur Menschheit. Das andere ein tiefer, heftiger Aufschrei von Hoffnungslosigkeit, der kälteste und zugleich hitzigste, den je ein Lebendiger ausstieß. Ein Schrei, der vielleicht, wer weiß, bis zum Himmel empordrang. Bestürzung. Der Weise lacht nicht, ohne zu zittern. Sprichwort. Dass sie nach Dutzenden fabriziert und der erste beste Industrielle eine Manufaktur von idealen Androiden eröffnen wird, ist gewiss nur mehr eine Zeitfrage. Über diesen Scherz fing Lord Yuvold, dessen Nerven ohnehin sehr überreizt waren, leise zu lachen an. Und als er nun auch Edison mitlachen sah, bemächtigte sich seiner eine höchst groteske Heiterkeit. Der Ort, die Stunde, das Experiment, ja die Idee selbst, um die es sich handelte, erschien ihm einen Augenblick ebenso schrecklich wie absurd, so dass er, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, von einem wahren Lachkrampf befallen wurde, dessen Echo in diesem unterirdischen Paradies von allen Seiten widerhallte. Sie sind ein furchtbarer Spötter. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ich will Ihnen noch schnell erklären, wie ich verfahren muss, um auf diese wandelnde Maschine die ganze äußere Erscheinung Ihrer Geliebten zu übertragen. Adalie stand aufrecht zwischen ihren beiden Schöpfern. Unbeweglich, verschleiert, stumm, schien sie unter den dunklen Schleiern, die ihr Gesicht verhüllten, die beiden Männer zu betrachten. Edison berührte nun einen der Ringe an Adalies silbernem Handschuh. Die Androide erbebte von Kopf bis zu Fuß. Sie wurde wirklicher. Das Phantom belebte sich aufs Neue. Die Enttäuschung, die Lord Yuvold empfunden hatte, schwand bei ihrem Anblick. Bist du wieder auferstanden? Vielleicht. Was für ein Wort. Schon hob und senkte sich ihr Busen in regelmäßigen Atemzügen. Die Inkarnation. Cher de la femme. Argile ideal au merveille. Victor Hugo. Miss Alicia Clary wird sich heute Abend mit der größten Bereitwilligkeit zu dem Experiment, auch ohne es zu kennen, überreden lassen. Sie sollen sehen, wie leicht es mir gelingen wird. Ich verlasse mich auf die weibliche Eitelkeit. Mein erster Mitarbeiter wird natürlich eine Frau sein, eine hochbegabte, unbekannte Bildhauerin, die morgen schon in meinem Laboratorium Hand ans Werk legen soll. Ihre Geliebte wird in ihrer zu dem Zwecke unentbehrlichen Nacktheit von niemand anders transponiert werden als von dieser großen Künstlerin. Adalie harrt indes unsichtbar hinter den vier großen Objektivgläsern verborgen ihrer Inkarnation. Miss Alicia Clary wird direkt auf Adalie fotografiert werden, das heißt auf die dem Strom unterworfene Skizze, in der Adalie bereits angefangen haben wird, sich zu inkarnieren. Urania. Dieser Stern, der wie eine Träne strahlt. Georges Sand. Adalie trat jetzt aus dem Dunkel hervor. Sie ging zwischen den blühenden Gesträuchen, für die es keinen Winter gab. Von weiten schwarzen Atlasgewändern umhüllt,
und den Paradiesvogel auf der Schulter, näherte sie sich wieder den beiden Männern. Schon 35 Minuten über Mitternacht. Miss Adderley, sagen Sie, können Sie von hier aus Miss Alicia Clary sehen? Ja. Nun, so beschreiben Sie uns Ihre Kleidung, was sie tut, wo sie ist. Sie ist allein in einem Eisenbahncoupé, hält ihr Telegramm und will es wieder durchlesen. Jetzt steht sie auf und nähert sich der Lampe. Aber der Zug fährt so schnell. Sie fällt zurück und kann sich nicht aufrechthalten. Und Adalie lachte leicht auf. Da Sie eine Hellseherin sind, wollen Sie nicht die Güte haben, mir auch Ihre Kleidung zu beschreiben? Ihr Kleid ist von einem so hellen Blau, dass es beim Schein der Lampe grün erscheint. Sie fächert sich jetzt mit einem Ebenholzfächer, in dessen Stäbe schwarze Blumen geschnitzt sind. Auf dem Stoff ist eine Statue abgebildet. Unerhört. Es stimmt bis ins Kleinste. Ihre Telegramme gehen aber schnell, Edison. Milord, Sie werden selbst Miss Alicia Clary fragen, ob sich das, was Adalie uns schildert, nicht 3 Minuten nach ihrer Abfahrt genau so zugetragen hat. Und Edison entfernte sich und ging auf die entlegenste Säule des Gewölbes zu. Dort setzte er einen Stein in Bewegung und schien sich dann in die Betrachtung verschiedener Gegenstände zu vertiefen, die hier verborgen lagen. Können Sie mir sagen, Miss Adalie, wozu das seltsame Instrument dient, das ich dort drüben auf der Etagere sehe? Ja, mein Lord. Es gehört auch zu den Erfindungen Ihres Freundes. Es lässt sich der Wärmegrad eines Sternenstrahls damit bemessen. Sie wissen es? Lange bevor die Erde noch ein Nebelstern war, glänzten schon Gestirne seit Ewigkeit. Aber ach, so fern. So fern, dass ihr Strahl, trotzdem er 100.000 Meilen die Sekunde zurücklegte, erst kürzlich die Stelle erreichte, die unsere Erde im Weltall einnimmt. Und mehrere von jenen erloschenen Gestirnen erkalteten, lange bevor dort ein lebendes Auge diese Erde hätte erblicken können. Allein von dem Strahle, der von ihnen ausging, sollten diese erkalteten Gestirne überdauert werden. Unwiderruflich vollendete er seinen Gang. Und so kam es, dass heute der Strahl solcher erloschenen Feuerherde bis zu uns gelangte, sodass die Menschen, wenn sie zum Himmel aufblicken, gar oft Sterne bewundern, die nicht existieren und die dennoch dank jenen Sternenphantomen gesehen werden. Dieser Apparat nun ist so fein, dass er die fast imaginäre Wärme eines solchen Sternenstrahls zu messen vermag. Lord Uwold wurde wie von einem Schwindel erfasst. Er fing an, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass alles, was er sah, vor lauter Unmöglichkeit schier natürlich war. Die Augen des Geistes. Mein Kind hat tiefe, dunkle und große Augen, wie du, O Nacht, und strahlend wie die deinen. Charles Baudelaire. Wenn man sie reden hört, mein lieber Edison, so möchte man glauben, dass diese Androide einen Begriff vom Universum hat. Sie hat kaum einen anderen Begriff als diesen. Nennen Sie mir solche Fragen. Beweisen Sie mir, dass sie wirklich auf irgendeine Art einen solchen Begriff in sich bergen kann. Sehr gerne. Adalie, gesetzt es erstünde ein ungeheurer, unsichtbarer Gott und schleuderte plötzlich Blitze auf uns zu, deren Kraft das Gesetz der Anziehung aufzuheben und unser ganzes Sonnensystem, als wäre es nur ein Sack voll Nüsse, zu zertrümmern imstande wäre. Nun, was dächten Sie von einem solchen Phänomen, falls Sie es mit Ihren eigenen Augen wahrnehmen dürften? Die Androide ließ den Paradiesvogel auf ihre silbernen Finger klettern. Ich glaube, dass in der Unendlichkeit der Welten ein solches Ereignis keine viel größere Wichtigkeit behielte, als sie die Millionen Funken zu erkennen, die am Herde einer Bauernhütte sprühen und zerstieben. Lord Uwold sah die Androide an, ohne ein Wort zu entgegnen. Sie sehen, Adalie scheint gewisser Vorstellungen ebenso wohlfähig wie Sie und ich. Sie äußern sich jedoch nur durch den ganz eigentümlichen Eindruck, sozusagen, den wir von ihrer bilderreichen Ausdrucksweise empfangen. Ich gebe auf, das Rätsel, das mich hier umgibt, zu lösen, mein lieber Zauberer, und verlasse mich ganz auf Sie. Die Stunde schlägt. Mephistopheles, die Uhr steht still. Chor steht still, sie schweigt wie Mitternacht. Der Zeiger fällt. Mephistopheles, er fällt. Es ist vollbracht. Ich muss Ihnen gestehen, dass mir das Wagnis nicht mehr in dem Maße absurd erscheint wie im ersten Augenblick. Dies ist alles, was ich Ihnen vorläufig sagen kann. Und muss.
Sie halten es nicht für möglich, einer Lebenden die Androide vorzuziehen? Da unsere Götter und unsere Hoffnungen nur mehr wissenschaftliche geworden sind, warum sollten unsere Liebschaften es nicht ebenso werden? Anstelle der Eva, einer vergessenen, von der Wissenschaft verworfenen Legende, biete ich Ihnen eine wissenschaftliche Eva. Die einzige, dünkt mir, die jenes müden Eingeweides wert ist, dass Sie aus einem Rest von Sentimentalität heraus, über den zu lachen Sie der Erste sind, immer noch Ihr Herz nennen. Chimäre gegen Chimäre, Sünde gegen Sünde, Rauch gegen Rauch, warum denn nicht? Ich schwöre Ihnen, dass in 21 Tagen Adali die ganze Menschheit zur Beantwortung dieser Frage auffordern wird. Und zwar vergeblich. Lord Juvold betrachtete schweigend und nachdenklich den seltsamen Mann, dessen bald strahlend, bald düster scheinender Genius unter so vielen undurchdringlichen Schleiern das wahre Motiv, das ihn beseelte, zu verbergen wusste. Plötzlich klingelte es im Innern einer Säule. Es war ein Ruf von oben. Adali erhob sich langsam und gleichsam ein wenig schläfrig. Die schöne Freundin Alicia ist hier, Milord. Sie zieht in Menlo Park ein. Edison beobachtete Lord Juvold mit einem starren, forschenden Blick. Auf Wiedersehen, Adali. Edison aber drückte Adalis Hand. Morgen sollst du leben. 3 Wochen später, bei Anbruch des Abends, stieg Lord Juvold vor Edisons Pforte vom Pferde ab, nannte seinen Namen und drang in die Allee ein, die zum Laboratorium führte. Es war der Abend nach einer Sonnenfinsternis. Im Westen breiteten die Streifen eines Polarlichtes die Stäbe ihres geisterhaften Fächers über den ganzen Himmel aus. Der junge Mann warf einen Blick auf diesen Himmel, der ihm in diesem Augenblick wie vom Widerschein seiner eigenen Gedanken umflossen dünkte. Er schritt durch die Allee dem Laboratorium zu. An der Schwelle zögerte er eine Sekunde lang. Als er aber durch die Glastüre Alicia gewahrte, deren letzte Sitzung heute stattfand und die eine ihrer Rollen aufzusagen schien, trat er ein. Edison, in seinem Schlafrock und ein Manuskript in Händen, saß ganz gemütlich in seinem Lehnstuhle. Treten Sie ein, lieber Freund. Ah, Lord Juvold. So ist denn das große Meisterwerk, das elektrische Ideal, unsere Wundertat, oder besser gesagt, die Ihre, vollbracht? Ja. Sobald Alicia fort ist, werden Sie die andere sehen. Führen Sie sie jetzt fort, mein lieber Lord. Wir müssen allein sein. Ich bin offen gestanden, sehr ungeduldig, die gewordene Adali zu erblicken. Sie sollen sie heute Abend sehen. Miss Alicia nahm den Arm ihres Liebhabers. Sie traten in den Park hinaus und einen Augenblick später gingen sie auf die düstere Allee zu. Kaum aber waren die beiden jungen Leute fortgegangen, eilte Edison auf ein Tischchen zu, griff nach einem Fernglas, einem Schallrohr und einem elektrischen Manipulator. Die Drähte dieser beiden Instrumente drangen durch die Mauer und verloren sich unsichtbar unter den anderen Drähten, die sich über die Bäume des Parkes hin mannigfach verzweigten. Wahrscheinlich ahnte Edison, dass jetzt eine Trennungsszene zwischen beiden sich anbahnen würde. Und dieses Gespräch wollte er belauschen. Was wollten Sie mir sagen, Alicia? Es ist mir zum ersten Mal in meinem Leben ein seltsamer, ein recht besorgniserregender Gedanke gekommen. Ich versichere Ihnen, gleich sollen Sie ihn vernehmen. Wie Sie befehlen. Wie schön es ist heute Abend. Ja, sehr schön. Aber was ist es denn? Alicia, was wollten Sie mir sagen? Setzen wir uns auf die Moosbank dort drüben. Wollen Sie nicht? Dort können wir uns besser aussprechen und ich bin etwas müde. Sie hielt eine Blume zwischen den Zähnen, die sie aufs Geratewohl gepflückt hatte. Aber ihre Schönheit strahlte in unbeschreiblicher Pracht. Der Saum ihres bläulichen Kleides streifte den blumigen Rasen. Sie neigte ihr blendendes Haupt gegen die Schulter Lord Juvolds und der Reiz ihrer schönen, unter dem Spitzentuch ein wenig gelockerten Haare war von einer entzückenden Melancholie. Als sie bei der Moosbank anlangten, setzte Alicia sich zuerst. Lord Juvold, der längst an ihre albernen, stets um ihr eigenes Ich sich drehenden Reden gewöhnt war, wartete geduldig auf die neuen Proben, die sie von ihrer Sinnesart zu geben hatte. Er setzte sich neben sie. Lieber Freund, ich finde Sie traurig seit ein paar Tagen. Darf ich gar nichts über Sie selbst erfahren?
Ich bin eine bessere Freundin, als Sie glauben. Der Dichter in ihm erwachte. Er erwog, dass zwei Menschen, die in der Blüte ihrer Jugend, ihrer Liebe und ihrer Schönheit standen, nicht umhin konnten, an einem solchen Abend sich ergriffen zu fühlen. Dass die Geheimnisse des weiblichen Herzens tiefer sind als alle Gedanken. Dass selbst die dumpfesten Gemüter, wenn erhabene Einflüsse sich ihnen zuwenden, mit einem Male sich verklären können. Dass ein Abend wie der heutige jedenfalls solche Hoffnungen wachrief. Und endlich, dass seine arme Geliebte, vielleicht ohne es zu wissen, in diesem Augenblicke von idealen Regungen erfüllt war. Musste er da nicht einen letzten, verzweifelten Versuch wagen, diese bisher blinde und taube, sozusagen totgeborene Seele, die er so schmerzlich liebte, zu erlösen? Und darum zog er jetzt Alicia sanft an sich. Teuerste, ach, ich liebe dich. Du weißt es wohl. Es heißt so viel, dass ich nur durch deine Gegenwart zu leben vermag. Um uns zusammen dieses Glückes zu erfreuen, brauchen wir ja nur das Unsterbliche, um uns herzufühlen und dieses Gefühl zu vergöttlichen. In diesem Gedanken finden alle Enttäuschungen auf immer ihr Ende. Ein einziger Augenblick einer solchen Liebe wiegt Jahrhunderte auf. Warum scheint dir diese Art zu lieben so unvernünftig und überspannt? Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass er wieder eine so zärtliche Sprache mit ihr führte. Allein der Zauber dieser Nacht und ihre eigene Jugend mochten zum ersten Mal diese junge Frau hinreißen, Lord Yuvals Umarmungen mit gleicher Innigkeit zu erwidern. So hatte sie die sanfte und doch so glühende Sprache seiner Leidenschaft erfasst. Eine Träne rollte plötzlich an seiner bleichen Wange herab. Also du leidest und ich bin daran schuld. Diese Worte, Alishas offenbare Rührung, versetzten Lord Yuvald in Staunen, in Entzücken. Ein Gefühl namenloser Freude stieg in ihm auf. Nein, der anderen, der Schrecklichen, gedachte er da wahrlich nicht mehr. Dies einzige, aus dem Herzen dringende Wort hatte genügt, um ihn ganz zu entwaffnen. Eine jubelnde Hoffnung in ihm wachzurufen. Geliebte! Und er drückte seine Lippen auf die ihren, die sühnenden, ihn endlich tröstenden Lippen. Seine langen, traurigen Enttäuschungen waren vergessen und seine Liebe war von Neuem erwacht. Er fühlte sich zu neuem Leben erwacht und Adalie und ihr leerer Schein waren vergessen. Ach, wo hatte ich den Sinn? Wie konnte ich solch einen Frevel begehen? Das Spielzeug einer absurden, leblosen Puppe erträumen? Teure, ich erkenne dich wieder. Du lebst! Du bist Fleisch und Blut wie ich selbst. Dein Herz fühle ich schlagen. Deine Augen sehe ich überfließen. Deine Lippen beben noch von meinen Küssen. Du bist ein Weib, das durch die Liebe zu einem idealen Wesen werden kann. Ideal wie deine Schönheit. Alicia, ich liebe dich. Er hielt inne, als er seine entzückten, von seligen Tränen umschleierten Augen in die ihren versenken wollte, merkte er plötzlich, dass sie ihn erhobenen Hauptes und mit starren Blicken ansah. Der Kuss, den er ihr geben wollte, indem er ihren Atem einsog, erstarb auf seinen Lippen. Miss Alicia Clary aber erhob sich jetzt und legte ihre mit funkelnden Ringen geschmückten Hände auf die Schultern des jungen Mannes. Erkennst du mich nicht, mein Freund? Ich bin Adalie. Die Androsphinx. Wahrlich, wahrlich, ich sage es euch. Wenn sie schweigen, werden die Steine anfangen zu reden. Neues Testament. Bei diesem Worte war es dem jungen Mann, als würde er von der Hölle selber verhöhnt. Und wäre in diesem Augenblick Edison vor ihn getreten, Lord Yuvald hätte ihn kalten Herzens auf der Stelle ermordet. Er fühlte sich gedemütigt, bestürzt, vernichtet. Und ein plötzlicher Gedanke tauchte jetzt in ihm auf, der noch erstaunlicher war als das Phänomen, das ihm vor Augen stand. Nämlich, dass die Frau, die jetzt von dieser geheimnisvollen Puppe simuliert wurde, ihm niemals einen Augenblick so hehrer Wonne bereiten durfte, wie er ihn vorhin durchkostet hatte. Ohne diese verblüffende Maschine wären ihm solche Freuden vielleicht niemals zuteil geworden.
Auch die wirkliche Schauspielerin hatte jene rührenden Worte Adalies, doch ohne sie zu empfinden, noch zu erfassen, ausgesprochen. Sie gehörten nur zu der Rolle, die sie gerade vortrug. Und nun war die Figur dieser Rolle selbst vom Hintergrund einer unsichtbaren Bühne vorgetreten und hatte die Rolle behalten. Die künstliche Alicia schien somit natürlicher als die wirkliche. Bist du so sicher, dass ich nicht da bin? Nein. Bei diesen Worten erhob sich Adalie, tief aufseufzend, lehnte sich gegen einen Stamm und warf einen Blick auf den mondbeschienenen Park. Nächtliches Idyll. Ors ora, de palabra, nace razón, da luz el son, obeo ansa, e ire salma, scheu corazón. Victor Hugo. Leb wohl. Lebe wohl. Adalie drückte ihr Taschentuch an ihre Lippen und entfernte sich langsam. Ihre blaue, verschleierte Gestalt wurde hinter jedem Baume sichtbar. Und als in einer Lichtung ein Mondstrahl auf sie fiel, wandte sie sich noch einmal um und warf mit einer verzweifelten Gebärde dem jungen Mann mit beiden Händen einen Kuss zu. Lord Yuvold aber eilte jetzt wie außer sich der Scheidenden nach und schlang mit jugendlichem Feuer den Arm um ihren Leib. Phantom, Adalie! Die Würfel sind gefallen und ich bekenne mich zu dir. Gering nur ist mein Verdienst, wenn ich dir den Vorzug gebe vor dem entmutigenden, nichtssagenden Geschöpf, das mir vom Schicksal zugewiesen wurde. So mögen denn Himmel und Erde es fügen, wie es ihnen beliebt. Ich will mit dir, du dunkle Göttin, die Welt der Lebenden meiden. Denn ich muss einsehen, dass von euch beiden in Wahrheit die Lebende es ist, die Phantom genannt werden muss. Adalie schien zu erbeben, als sie diese Worte vernahm. Dann, einem heftigen Impulse folgend, warf sie sich mit unendlicher Hingebung in Lord Yuvolds Arme. Ein Duft von Asphodel entströmte ihrer wogenden Brust. Ihr Haar löste sich und wellte an ihren Schultern herab. Endlich. Oh, mein Geliebter. Penseroso. So lebt denn wohl bis zu dem Tage, der wieder uns zusammenbringt. Schubertsches Lied. Gleich darauf kehrte Lord Yuvold in das Laboratorium zurück. Er hielt die wankende Adalie umfasst. Auf seiner Schulter ruhte, schwer, bleich und halb bewusstlos, ihr Kopf. Edison stand mit gekreuzten Armen vor einem prachtvollen, langen Ebenholzsarg, der ganz offen stand. Sein Inneres war mit schwarzem Atlas ausgeschlagen und nach den Umrissen eines weiblichen Körpers geformt. »So leben Sie wohl!« Miss Adalie. Mein lieber Edison, meine Ähnlichkeit mit den Sterblichen wird nie so weit gehen, dass ich meinen Schöpfer vergessen könnte. Er wird uns doch in Ethelwald besuchen, nicht wahr? Und eine Hand auf die Schulter Lord Yuvolds stützend, ließ sie sich lächelnd mit einer gewissen düsteren Grazie in den schönen Sarg sinken. Lieber Freund, du wirst nach der Überfahrt die Schlafende erwecken. Inzwischen werden wir uns in den Gefilden des Schlafes wiedersehen. Sie schloss die Augen wie eine Schlummernde. Langsam und geräuschlos fielen die beiden hermetischen Sargdeckel zu. Ein silbernes Wappenschild, das am Sarge angebracht war, trug in orientalischen Lettern den Namen Adalie. Abschied. Die kummervolle Stunde, wo jeder seines Weges zieht. Victor Hugo. Gil Blas. Und nun, Lord Yuvold, leben Sie wohl. Sie haben das Traumland zu Ihrem Teil erwählt. Nehmen Sie die Muse dieses Landes mit. Mich kettet das Schicksal an die blassen Wirklichkeiten. Die Reisekiste und der Karren stehen bereit. Meine Mechaniker werden Ihnen stark bewaffnet bis nach New York das Geleite geben. Dort habe ich schon den Kapitän der Wonderful benachrichtigt. Wir sehen uns vielleicht in Ethelwald. Schreiben Sie mir. Ihre Hand. Adieu. Schicksal. Sic fata volure. Augurenausspruch. Ungefähr 3 Wochen später, da keinerlei Nachricht von Lord Yuvold eintraf, fing Edison an, beunruhigt zu sein. An einem der darauffolgenden Abende
Gegen 9 Uhr, als er allein in seinem Laboratorium unter der Lampe saß und die Depeschen seiner Zeitung überflog, fielen seine Blicke auf folgende Stelle, die er zweimal mit tiefer Betroffenheit las. Maritimes, Lloyd, Telegramm. Die Nachricht von dem Untergang des Steamers The Wonderful, die wir gestern brachten, wird soeben bestätigt und durch folgende traurige Einzelheiten noch ergänzt. Das Feuer brach gegen 2 Uhr morgens im Hinterteil des Schiffes in den Magazinen aus, wo die Mineralwasser und die Alkoholflüssigkeiten aufbewahrt wurden. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt. Das Meer war stürmisch und da der Dampfer stark auf- und niederschwankte, wurde die Flamme alsbald dem Gepäckraum zugetrieben, sodass Rauch und Flamme aufschlugen. In einer Minute belagerten die aus dem Schlafe geschreckten Passagiere in wilder Panik das Verdeck. Dort trugen sich grauenvolle Szenen zu. Die Frauen und Kinder erhoben angesichts des immer rascher um sich greifenden Feuers verzweifelte Jammerrufe. Da der Kapitän erklärte, dass man innerhalb 5 Minuten sinken würde, stürzte alles im Nu nach den Rettungsbooten. Die Frauen und Kinder wurden zuerst eingeschifft. Inmitten dieser Gräuel ereignete sich ein merkwürdiger Zwischenfall. Ein junger Engländer riss eine Stange aus der Verdeckluke und wollte durch die Flammen hindurch gewaltsam bis zu den brennenden Kisten und Koffern vordringen. Er riss einen Leutnant und einen der Bootsmänner, die ihn aufzuhalten suchten, zu Boden, und es mussten sich nicht weniger als ein 30 Matrosen über den wie wahnsinnig sich Gebärdenden werfen, um zu verhindern, dass er sich in die Flammen stürzte. Er wehrte sich wie ein Verzweifelter und behauptete, eine Kiste retten zu müssen, die einen so kostbaren Gegenstand enthielt, dass er dem 100.000 Guineen bot, der ihm helfen würde, sie dem Feuer zu entreißen. Allein es war unmöglich und wäre zudem auch nutzlos gewesen, da die Rettungsboote kaum Raum genug für die Passagiere und die Besatzung boten. Er musste zuletzt gefesselt werden, was seiner außerordentlichen Kraft wegen ziemlich mühsam war. Ohnmächtig wurde er zuletzt in das letzte Boot gebracht. Der französische Dampfer Le Redoutable nahm die Schiffbrüchigen gegen 6 Uhr früh auf. Das erste Rettungsboot, von Frauen und Kindern zu sehr überladen, versank. Und die Zahl der Ertrunkenen wird auf 72 geschätzt. Es folgte die offizielle Liste der Opfer. Und unter den ersten stand der Name Miss Emma Alicia Claris, Gesangskünstlerin. Edison warf die Zeitung heftig hin. Es vergingen 5 Minuten, ohne dass ein Wort seinen düsteren Gedankengang verriet. Er streckte die Hand nach einem Kristallknopf aus und löschte die Lampen. Dann ging er im Dunkeln auf und ab. Plötzlich klingelte es am Telegrafen. Edison entfachte die Nachtlampe neben dem Morseapparat. 3 Sekunden später hielt er eine Depesche und las die folgenden Worte. Adalies Verlust allein macht mich untröstlich. Und nur um diesen Schatten traue ich. Leben Sie wohl. Lord Hewitt. Als Edison dies las, fiel er neben dem Apparat in einen Stuhl zurück. Zerstreuten Auges blickte er umher und gewahrte in nächster Nähe den Ebenholztisch. Wieder zitterte da ein Mondstrahl auf dem reizenden Frauenarm mit der weißen Hand und den zaubervollen Ringen. Seinen traurigen Gedanken ganz sich überlassend, starrte Edison durch das geöffnete Fenster und horchte gleichgültig eine Zeit lang auf den spätherbstlichen Wind, der durch die entlaubten Bäume fuhr. Dann, den Blick zu den leuchtenden Gestirnen erhebend, die zwischen den schweren Wolken so unverändert funkelten und wie das unergründliche Geheimnis des Weltenraumes über den ganzen Himmel sich hinzogen, fröstelte er, vor Kälte vermutlich, und in Schweigen verloren. Sie hörten »Die Eva der Zukunft«, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman aus dem Jahre 1886 von Jean-Marie Villiers de L'Isle-Adam. Es sprachen Erzähler Fritz Lichtenhahn, Thomas Alva Edison, Hans-Peter Halwachs, Lord Hewitt, Ulrich Mattes, Adalie, Fritzi Haberland, Sprecher Gerhard Garbers und Peter Bieringer,
Martin, Michael Gerlinger. Technische Realisation Rudolf Grosser und Sabine Kaufmann. Regieassistenz. Thank you.